sprechen wir heute mal über ein sehr, sehr wichtiges Thema für Personen, die im Leben Erfolg haben wollen. Sei es monetär, im Unternehmertum, mit dem Vermögensaufbau oder im Sport oder sonstiges. Das ist im Großen und Ganzen ein Thema, was viele vergessen, wenn sie im Großen und Ganzen mit etwas anfangen wollen. Und heute geht es um das Thema Ziele setzen. Und zwar den wichtigen Teil von kurzfristigen Zielen, mittelfristigen Zielen und langfristigen Zielen. Und darüber möchte ich heute mal mit dir in unserem Car Talk heute sprechen, bei Finanzgeflüster. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es klingt im Großen und Ganzen so einfach. Ziele setzen. Was bedeutet eigentlich Ziele setzen? Also Ziele bedeutet ja im Großen und Ganzen ein Ergebnis zu erreichen, das man will. Also ich will beispielsweise unter 80 Kilo wiegen. Ich will zum Beispiel den Kilometer unter 6 Minuten laufen können. Ich will zum Beispiel ein monatliches Einkommen von 150, 200.000 Euro sonst irgendwas haben. Das sind alles Ziele, die man so mal definiert, aber das sind bloß im Großen und Ganzen Ergebnisse, die man sich wünscht. Es ist aber nicht der Fall, dass man auch hier den Unterschied hat zwischen wählen und wollen. Denn die Menschen wollen sehr viel. Also es muss man ganz klar sagen, es gibt Menschen, die wollen 1000 Sachen, aber erreichen davon gar nichts. Weil sie zum einen ihre Ziele, nicht unterteilen im Großen und Ganzen in kurzfristig, mittelfristig und langfristige Ziele. Zudem aber auch sich immer nur das Ziel vorstellen und sagen, ich will, ich will, ich will. Aber man wählt es nicht. Denn der große Punkt ist ganz einfach, ein Ziel als solches ist nicht zwangsläufig dann, dass man es erreicht. Man kann 1 Million Euro Vermögen erreichen. Kann man sich im Grunde vom Mund wegsparen. Ist die Frage bloß, ist das wirklich am Ende hier, dann das, was man will. Mit, 70 irgendwann sagen, ich habe jetzt 1 Million Euro am Konto oder sonstiges. Nein, ist es vielleicht leichter zu sagen, das Ganze durch Investitionen zu schaffen, Aktien, ETFs oder ähnliches. Da gibt es Unterscheidungen. Das heißt, hier muss man ganz klar sagen, das Wollen bedeutet nur, sich auf ein Ziel zu fixieren. Das Wählen ist aber eine bewusste Entscheidung auch, hier zu sagen, ich wähle jetzt, dass ich alle meine Entscheidungen ab heute so treffe, dass ich im Großen und Ganzen mit, 67 oder mit 50 oder sonstiges, 1 Million Euro habe. Wie gesagt, die 1 Million Euro, das ist so ein Hauptziel, deswegen nehme ich es mit rein, kann man auch übertragen auf sportliche Ziele. Wie gesagt, wir haben gesagt, Kilometer unter 6 Minuten, Kilometer unter 5 Minuten, Wunschgewicht erreichen, irgendwas anderes machen, irgendwelche anderen Ziele. Du hast sicherlich tausende von Zielen und Wünsche. Von daher muss man ganz klar sagen, das ist etwas, was du dann wählen musst. Und hier kommen wir zur Unterscheidung zwischen kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Zielen. Denn das langfristige Ziel, beispielsweise bleiben wir bei dem 1 Million Euro, weil es mathematisch recht einfach ist, kann ich erreichen durch zum Beispiel Sparen, kann ich erreichen durch Immobilienvermögen, kann ich erreichen durch Unternehmertum, kann ich erreichen durch im Großen und Ganzen hier, Immobilien, ETFs, sonstiges, Kryptowährungen, was weiß ich. Aber das Wählen bedeutet dann, auch kurzfristige und mittelfristige Ziele abzustecken. Was würde es bedeuten, wenn ich mein kurzfristiges Ziel irgendwie langfristig aufbaue? Ich wähle heute beispielsweise, ich gehe zu Comdirect, zu Inge Dieber, zu Consist, zu sonst irgendeinem Direktbroker, eröffne dort ein Depot und fange dort an, ab nächsten Monat Februar eine Sparrate von XY Euro ganz einfach einzurichten und damit hier dieses Ziel zu wählen. Möglichkeit Nummer 1. Kurzfristiges Ziel, ich gehe heute her und richte mir ein Konto, ein Broker, ein kurzfristiges Ziel. Dann gehe ich her und sage, okay, mittelfristig muss ich dieses Ziel vielleicht, 10 Jahre durchhalten, damit ich das erreiche. Das heißt aber, ich muss heute Entscheidungen treffen, dass ich auf die nächsten 10 Jahre mittelfristig sage, hey, ich möchte mein Vermögen oder meine Finanzsituation so aufstellen, dass ich hier mittelfristig dieses Vermögensziel erreiche. Langfristig werden kurzfristige Entscheidungen, also sprich die Einrichtung eines Sparplans, dann im Großen und Ganzen die mittelfristige Entscheidung, diesen Sparplan durchzuhalten. Und die langfristige Entscheidung ist auch durchzuhalten, sich hier zusammenfinden, ergänzen und am Ende wird es so sein, dass man sein Ziel erreicht. Jetzt würde natürlich sagen, ja Roland, aber das ist ja mathematisch relativ einfach. Sparplan, 40 Jahre, 300 Euro, passt schon. Ja,
Das gibt aber auch andere Ziele. Unternehmertum. Da muss man es runterbrechen und anders. Und das war zum Beispiel eins von mir, wo ich damals die Kanzlei übernommen habe, von meinem Vater abgekauft habe, war es dann so, dass ich zumindest, wir haben damals mit knapp über 300.000 Euro Umsatz, habe ich angefangen. Ich habe davor schon im Nebengewerbe einige Projekte gestartet, die habe ich auch auf 100.000 Euro raufgebracht. Und dann war es so, okay, wie schaffe ich es, das Ganze auf einen mehreren Millionen Umsatz hoch zu skalieren? Und dann musste ich damals Entscheidungen treffen, musste sagen, okay, was sind die Tätigkeiten, die mir heute es bringen, zum Beispiel, was weiß ich, 500.000 Euro Umsatz oder sagen wir ganz einfach von 300.000 Euro, was so knapp 25.000 Euro Umsatz sind, auf 500.000 Euro Umsatz draufzukommen. Was sind die Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen und damit effizienter zu bleiben und auch eine Gewinnsteigerung zu erreichen? Ganz einfach, ich habe zwei Möglichkeiten. Preise anpassen, Prozesse anpassen. Preise anpassen bedeutet natürlich immer eine Preissteigerung. Aber es kann auch im Umkehrschluss bedeuten, dass du schlichtweg hier deine Kostenstruktur optimierst. Sprich, dann herzugehen und zu sagen, hey, ich passe meine Preise so an, dass ich meine Kostenstruktur parallel dazu gleich halten kann, Personal, EDV, sonstiges. Und das sind dann zwei so Möglichkeiten. Das heißt, ich muss an anderen Stellschrauben eventuell kurz- oder mittelfristig schrauben, kurzfristig vielleicht alle neuen Aufträge nur noch im Großen und Ganzen mit einem höheren Preis annehmen. Mittelfristig alle Bestandskunden hochziehen auf die neuen Preise. Gleichzeitig könnte ich aber auch hergehen und sagen, kurzfristig, was ich damals während Corona gemacht habe, wo wie gesagt alle Angst hatten, ja, soll ich jetzt meine Steuererklärung abgeben oder sonstiges und, bin ich hergegangen und habe damals alle 150 Mandanten angerufen und ihnen gesagt, hey, liebe Leute, machen wir jetzt die Steuererklärung, bringt sie vorbei, schmeißt sie in den Postkasten, alles gut, wir erledigen es. Nach unserer Kalkulation bekommt ihr aktuell, weiß was ich, 1500 Euro zurück, weil im Grunde hier im Großen und Ganzen ihr zu viel vorausbezahlt habt, weil ihr im Grunde mehr Werbungskosten hattet und. Da habe ich innerhalb von einer Woche 150 Telefonate, ich glaube es war sogar ein bisschen mehr, geführt und dann habe ich hier relativ schnell meine Kapazitätsplanung für dieses Jahr durchgeführt. Plus zudem hatte ich kurzfristig enorme Liquidität, weil einige Fälle recht schnell abgearbeitet werden konnten, einige andere Fälle waren etwas komplexer. Und da muss man ganz klar sagen, lang- mittelfristig hat es dazu geführt, dass die Mandanten sich gedacht haben, hey, wenn der Steuerberater die Unterlagen, was weiß ich, schon im Februar, März bekommt, dann kriege ich meine Steuererklärung bereits Anfang April zurück, weil dort im Großen und Ganzen viele sagen, hey, dort ist gerade so ein Loch, da ist gerade viel Urlaubszeit und was weiß ich, viele starten erst ins neue Jahr. Software 2023 ist bei Dativ meistens noch nicht eingespielt, was bedeutet, wir haben hier Kapazitäten frei. Das Ganze geht dann im Großen und Ganzen weiter, dass sich das alles zu einem langfristigen Ziel ausbaut. Weil, wenn man das immer wieder regelmäßig macht, und das machen wir jetzt auch regelmäßig mit unseren Mitarbeitern, dass die regelmäßig ihre Mandanten durchrufen und sagen, hey, wie schaut's aus? Dann kann man hier natürlich auch Kapazitäten schaffen, weil an der Stelle man nicht immer nacharbeiten muss. Und das ist bei dir auch im Unternehmertum so, das ist auch beim Sport so. Bleiben wir noch kurz beim Sportbeispiel, weil ich das auch immer recht gut finde. Die heutige Entscheidung, was weiß ich, eine Cola zu trinken, eine Pepsi zu trinken, McDonald's essen, was weiß ich, irgendwie in Schokoriegel ohne Ende reinzudonnern. Heute nicht, was weiß ich, zu starten und zu sagen, hey, ich starte hier mit 3.000 Schritte am Tag. Arbeite mich hoch auf 10.000 Schritte am Tag. Das sind alles Entscheidungen, die du kurz-, mittel- und langfristig triffst. Und deswegen ist es die wichtigste Entscheidung, wenn du erfolgreich sein willst, auch beim Karrierethema. Heute Baby Steps. Es gibt ein sehr gutes Buch von James Clear, das ich immer wieder gerne erwähne, ist die 1%-Methode. Jeden Tag 1% besser und am Ende hast du dich zum Jahresende um das 36-fache verbessert. Und wenn du diese Thematik jeden Tag durchziehst und sagst, hey, ich mache jeden Tag 1% mehr, ich laufe zum Beispiel 1% schneller, ich laufe 1% mehr, ich laufe 1%, was weiß ich, 1% arbeite ich mehr oder arbeite effizienter und, dann kommst du am Ende zu einer effizienten Arbeitsweise und wirst am Ende Vermögen aufbauen und dementsprechend verdammt erfolgreich werden.